Hallo und willkommen zu Teil 3 der Futterkette. Ja, hier haben wir gesehen, wie die Kartoffeln dann gekocht werden, schön weich gemacht werden, dass man sie mit der Hand schon zerdrücken kann. Und hier geht's dann weiter in unserem Kreislauf, die letzte Station, der Forage Master. Hier wird also dann hochwertiges Mischkraftfutter hergestellt für unsere Tiere. So, dazu brauchen wir aber mal noch Weizen. Hier wird nämlich Weizen mit den gewaschenen Kartoffeln zusammengemischt, damit da ordentlich Kraft dann auch in den Futterdruck kommt. So, hier habe ich mal einen Anhänger mit Weizen mir abgestellt. Und dann werden wir hier mal hinfahren. Das können wir hier natürlich gerade bei Weizen. Wir haben ja oftmals keine Map, auf der wir dann den Weizen auch irgendwo in einem Haufen gelagert haben, um ihn mit einem Radlader aufnehmen zu können. Deswegen können wir hier natürlich auch mit dem Anhänger ranfahren und entladen. Sieht nicht so schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck. So, das war's auch schon. Ganz so viel Weizen passt da nicht rein. Es wird ja auch nur ein bisschen untergemischt. Dann geht's natürlich noch weiter. Da müssen jetzt hier die gewaschenen Kartoffeln natürlich nicht nur gewaschen, die gewaschen und gekochten Kartoffeln rein. Da haben wir hier einen Radlader. So, mal die Schaufel ein bisschen hoch. Und die können wir dann einfach mal ein bisschen umschaufeln. Übrigens, der neue Radlader, der jetzt in diesem Free-DLC dabei war. So. Fahren wir hier hin. Und nehmen das Ganze auf. Da sehen wir also auch dieses Symbol, was so ein bisschen das Dampfen ja quasi darstellt, weil die natürlich jetzt dampfend heiß da sind. Und dann fahren wir die hier schnell, solange die noch heiß sind, in unseren Forage Master. So, und da sehen wir es. Einfach einmal abkippen. Oh. Cosplay brauchen wir hier nicht. So, da ist es auch schon drin. Da können wir natürlich auch durchaus mehrere Schaufeln dann reingeben, bis das wirklich auch voll ist. Sehen aber, haben ein Problem, die nächste Schaufel geht noch nicht. Da haben wir nämlich noch gar nichts. Das heißt, wir stellen uns hier mal eben ab und nehmen uns noch schnell einen Anhänger hier hinzu. Da habe ich hier noch was stehen. Einen leeren Anhänger, den wir dann befüllen werden. Und dann werden wir damit unsere Tierchen füttern. So, da haben wir es. Die Zeit wieder ein bisschen vordrehen, damit der nächste Berechnungsintervall kommt. Und da kommt dann schon unser Gemisch raus. In der Zeit können wir hier schon mal auf unsere Tieranzeige gehen. Mastanlagen. So, müssen wir noch eins weiter. Rinder haben wir. Da müssen wir hin. Da sehen wir im Moment ist noch alles auf Null. Damit ich euch zeigen kann, dass das auch wirklich dort ankommt. So, gehen wir in unseren Radlader. Einmal dieses Gemisch umschaufeln. So, mehr kam jetzt da auch gar nicht raus. Können wir die Zeit also schon wieder zurückdrehen. So, da haben wir auch so ein kleines Schweinesymbolchen dabei, weil das Ganze eben als Schweinefutter eigentlich gedacht ist. Ich denke aber, man kann es überall verfüttern. Und muss es nicht unbedingt nur an Schweinchen. So, hier sehen wir beim Auskippen, dass halt das Kartoffelpartikelsystem ist dementsprechend vielleicht nicht ganz so schön. Aber ich habe da jetzt kein extra System mir gebastelt, sondern die Mod so genommen, wie sie nun mal ist. Das Einzige, was wir hier haben,
das ist das kleine Problem auch bei der Sache. Es muss natürlich in der Mastanlage auch eingetragen sein. Also der Mapper muss die Mastanlage darauf vorbereitet haben, damit das Futter hier auch genommen wird. Aber ich denke, in kürzester Zeit werden da mehrere Maps verfügbar sein, bei denen das gegeben ist. Genauso, dass eben hier auch in den Standardhängern das richtig dargestellt wird. Da muss dann dementsprechend diese Sorte auch in der Map verbaut sein. So, ich denke mal, das hier ist kein ordentliches Let's Play, sondern eben eine Mod-Vorstellung. Deswegen können wir hier auch mal abkürzen. Müssen wir nicht ordentlich fahren, damit wir hier auch schneller am Ziel sind und unsere, in dem Fall eben Kühe, glücklich machen können. Laden einmal ab. Wir sehen, das steigt schön. Und wenn wir jetzt auf i gucken, es ist als Mischration angekommen. Die Kühe sind glücklich, wachsen und können zum Metzger gebracht werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke an Farmer Andy für diese drei tollen Mods, für diese nette kleine Futterkette. Und alle Mods, die in dieser kleinen Mod-Vorstellungsserie vorgekommen sind, findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Runterladen und Verwenden dieser Dinge und natürlich ganz klar immer wieder beim Modder bedanken. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!